Mit dem Anzug sind die beiden im Moment sehr erfolgreich, haben es in L.A. geschafft. Damit wird für die 48-jährige Nika ein Traum wahr. Bereits mit 19 war sie als Model hier, jobbte bei einem Kumpel von Arnold Schwarzenegger und zog mit der Bodybuilder-Truppe um die Häuser. Das Café Roma in Beverly Hills war einer der Treffpunkte von damals. Ich habe mich hier verliebt in Beverly Hills, ich wollte immer dabei sein. Es war für mich diese Welt, diese Luxus- und Glamour-Welt. Ich wollte immer hierher kommen, immer. Rodeo Drive, hoch und runter gelaufen und versucht, eine Lösung zu finden, hier zu bleiben, ist ja nicht so einfach, wie wir wissen. Und jetzt, als Nino und ich hierher gekommen sind, war das unser erster Stopp, war, ich muss das Café Roma zeigen. Auch 5 Jahre später ist das Promi-Café immer noch der Treffpunkt für Nika und ihre Freunde. Zu denen gehört auch Prinz Ferdinand von Anhalt. Der ist begeistert von dem Biss, mit dem Nino und Nika sich in L.A. nach oben gearbeitet haben. Die zwei sind außergewöhnlich. Die zwei sind hierher gekommen und arbeiten mehr. Die hatten einen Traum und einfach harte Arbeit erfüllt diesen Traum. Das ist so diese deutsche typische gute Mentalität. Wir arbeiten, wir bauen was auf und wir erreichen was. Aber dafür ist Amerika aber auch wieder da. Nämlich nur mit harter Arbeit schafft man hier auch was. Und dann wird man auch vermögend, reich und du kriegst, was du möchtest. Die zwei sind mittlerweile in Los Angeles angekommen, fühlen sich in ihrer neuen Heimat wohl. Ein